Irgendwie hast du doch jetzt alles, was du dir mit 17, 18 immer gewünscht hast, aber so richtig happy bist du ja trotzdem nicht. So, woran liegt das? Hatte ich tatsächlich einen Arzt gedatet, einen Chirurgen. Es hält einen ja niemand irgendwo fest. Wenn man das nicht cool findet, kann man ja immer noch wieder gehen. Bis dann bald 23, so weiß ich nicht, ob man da jetzt dann nochmal jemanden findet. Das ist so Quatsch, ganz ehrlich. Also. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich mache heute mal wieder einen Style and Talk, weil ich irgendwie voll Lust hatte, mit euch mal wieder so ein bisschen länger zu quatschen nach diesen ganzen Vlogs, wo ich halt relativ wenig auch geredet hatte mit euch. Und ich glaube, es ist auch wieder so ein bisschen Gesprächsbedarf da. Also ich hatte euch auf Instagram wie immer gebeten, mir Themenvorschläge zu schicken bzw. mir auch Fragen zu stellen. Das kam jetzt diesmal wirklich richtig viel rein. Tatsächlich auch wieder viel zum Thema Dating, deswegen wird es heute auch wieder ein bisschen mehr darum gehen. Aber ich habe auch andere Themen mit reingenommen, aber ich denke mir halt immer so, ja, wenn ihr das wissen wollt, dann erzähle ich euch das. Die Produkte, die ich verwende, findet ihr wie immer in der Infobox. Und ich starte jetzt mal mit der ersten Frage, die noch nicht Dating-related ist. Also wir müssen ja erstmal einsteigen hier. Und zwar, woher nimmst du deine fast tägliche Motivation? Das ist eine Frage, die ich so in der Art echt häufiger bekomme. Also immer so zum Thema, woher nimmst du deine Motivation? Wie bist du immer motiviert? Und das Ding ist, Leute, ich bin nicht immer motiviert. Also definitiv nicht. Ich glaube, es wirkt halt immer so, weil ich einfach immer viel mache, beziehungsweise viel meine Routinen durchziehe. Aber das heißt nicht, dass ich da immer Bock drauf habe. Und das heißt auch nicht, dass es nicht auch mal Tage gibt, wo ich das halt einfach ein bisschen schleifen lasse. Ich würde einfach sagen, ich bin in einigen Bereichen ziemlich diszipliniert, also zum Beispiel was den Sport angeht, beziehungsweise gerade im Bereich Sport ist es bei mir auch eher so, dass mir das Spaß macht und dass ich darin auch so einen Ausgleich finde zu meinen restlichen Tätigkeiten, weil ich ja sonst viel sitze und viel zu Hause bin und es tut mir einfach gut, mich da mal so ein bisschen auszupowern. Also da würde ich sagen, brauche ich jetzt auch gar nicht unbedingt mehr Motivation dafür, sondern es ist halt einfach so zum einen Teil meiner Routine, also ich gehe jetzt auch immer morgens zum Sport und das ist irgendwie so, ich brauche da gar nicht mehr drüber nachdenken. Es ist einfach so, ich stehe morgens auf, mache mich fertig und gehe zum Sport. Also jetzt nicht jeden Tag, aber an den Tagen, an denen ich halt trainiere, mache ich das so. Und das ist auch so ein Tipp, den ich euch da mitgeben kann, dass man manche Sachen einfach so krass in seine eigene Routine integriert, dass man sich gar nicht irgendwie selber dazu motivieren muss, sondern dass es einfach Teil deines Ablaufs ist, so wie Zähneputzen mehr oder weniger. Ansonsten gibt es ja dieses Sprichwort, was man immer auf Seiten von irgendwelchen Motivationscoaches findet, und zwar Discipline beats Motivation, und das stimmt aber wirklich zu 100%. Also du kannst nicht immer motiviert sein, aber du kannst immer diszipliniert sein und du kannst halt immer die Willensstärke haben, eine Sache durchzuziehen, auch wenn du vielleicht nicht motiviert bist. Und bei mir persönlich ist es auch so, dass meine Motivation teilweise erst dann kommt, wenn ich anfange, irgendwas zu machen. Also ich habe jetzt nicht Motivation, bevor ich mein Uni-Zeug starte, aber wenn ich dann einmal drin bin in der Situation, vor allem, wenn man sich das so ein bisschen romantisiert, also ihr wisst ja aus den vergangenen Vlogs, dass ich auch ganz gerne jetzt mal in ein Café gehe, um zu lernen oder auch um YouTube-Videos zu schneiden oder so, und dann einfach so diese Atmosphäre zu haben, so einen Kaffee daneben und dann irgendwie ein super schönes Café im Hintergrund, das motiviert mich dann, aber erst, wenn ich schon in der Situation drin bin und nicht vorher. Also selbst wenn ich jetzt plane, in einen Café zu gehen, zum Lernen oder zum Arbeiten, da bin ich nicht vorher motiviert, sondern erst in der Situation. Das heißt, man muss erstmal diesen Punkt überwinden und sich so ein bisschen selber in den Hintern treten, um irgendwas zu starten, und dann kommt meistens irgendwie die Motivation so ein bisschen von selber. Es ist ja wie man so sagt, ja, der Hunger kommt beim Essen, das ist ja so ein Omi-Sprichwort, und so ist es, finde ich, aber auch bei der Motivation. Also die Motivation kommt dann beim Machen. Nächste Frage. Findest du es verrückt, wie sehr sich dein Leben seit dem Umzug und der Trennung geändert hat? Ja, definitiv. Ich finde es total crazy und ich wünschte manchmal, ich könnte in die Vergangenheit reisen, also so zu April, März 2023, als ich halt selber total gestruggelt habe und nicht wusste, ob ich mich trennen soll und auch total Angst vor dieser ganzen Zeit danach hatte, weil ich ja dann komplett, also so eine komplett offene Zukunft hatte und ja, also meinem damaligen Ich einfach zeigen, wie mein jetziges Leben aussieht, weil ich glaube, dann hätte ich halt wirklich keine Sekunde mehr gezweifelt, weil ich einfach jetzt wirklich so viel glücklicher bin und mir mein ganzes Leben in sämtlichen Aspekten so viel mehr Spaß macht und ich jetzt einfach erst merke, wie krass ich damals auf Sparflamme gelebt habe, beziehungsweise wie krass ich eigentlich auch gedacht habe, so ja, du bist ja schon so kind of happy, und wie viel Luft eigentlich aber noch nach oben war, so auf der Happiness-Skala. Ich würde sagen, ich bin jetzt gerade auf der Happiness-Skala so bei einer soliden 8 bis 9 von 10, und zwar die ganze Zeit. Also es gibt eigentlich echt selten Tage, an denen es mir wirklich nicht gut geht, und das war ja damals ganz anders. Also da hatte ich so ein paar Tage, wo ich mal so kind of
happier war, wenn irgendwie was Cooles los war oder so. Aber so die meiste Zeit war ich ja schon eher bei so einer 6 von 10, also zumindest rückblickend betrachtet. Vielleicht dachte ich in der Zeit, dass ich happy war, aber rückblickend betrachtet war es halt eher so ein Semi-Ding. Ich muss aber sagen, dass ich diese Entwicklung definitiv mehr dem Umzug zu verdanken habe als der Trennung, obwohl diese beiden Sachen natürlich sehr miteinander vernetzt sind. Also hätte ich mich nicht getrennt, wäre ich ja auch nicht umgezogen. Aber ich hätte mich ja zum Beispiel auch trennen können und in Potsdam bleiben können. Und ich glaube, dann wäre ich jetzt lange nicht so happy gewesen, wie ich jetzt bin, weil mir einfach Leipzig so gut tut, also weil ich mich hier einfach so krass wohlfühle. Das hatte ich ja im letzten Style & Talk auch schon angesprochen und es ist seitdem eigentlich nur noch besser geworden. Also ich habe mehr Leute kennengelernt, ich habe mehr coole Erfahrungen gemacht und ich mag einfach die Stadt so, so gerne. Ich mochte Potsdam auch, keine Frage. Ich habe euch ja auch immer gesagt, dass ich Potsdam total schön finde und mich da wohlfühle, aber ich finde schon, also gerade jetzt so eine Stadt wie Leipzig ist einfach irgendwie geeigneter so für mich als Person, weil ich jetzt auch gemerkt habe und ich hatte da vor ein paar Tagen auch ein Reel dazu hochgeladen auf Instagram, dass es mir einfach extrem viel Energie gibt und extrem gut tut, viel zu erleben und halt irgendwie ständig auf Achse zu sein. Und das ist total crazy, dass ich das mal sage, weil so vor einem Jahr oder so hätte ich gar nicht gedacht, dass das mal so aus meinem Mund kommt, weil ich damals ja eher immer so war, so ja, Social Anxiety und ich bin irgendwie immer voll viel zu Hause gewesen und habe selten was unternommen, vor allem selten auch so richtig coole Sachen unternommen. Also wenn, dann hatte ich mich mal mit Freundinnen zum Kaffee trinken getroffen, das war so mein Highlight der Woche gefühlt und jetzt bin ich fast jeden Tag irgendwie unterwegs. Gestern wurde ich zum Beispiel abends spontan zu einer WG-Party eingeladen, bin da einfach hingegangen, obwohl ich nur eine Person von 20 Leuten kannte und es war super cool. Ich wurde irgendwie in Bierpong introduced, weil ich das tatsächlich einfach noch nie gemacht habe, was total crazy ist mit 23 eigentlich, aber es hat Spaß gemacht und ich war zwar nicht besonders gut drin, aber hatte definitiv, ja, wie gesagt, viel Spaß. Dann war ich letzten Freitagabend mit einer Freundin in der Therme und wir hatten uns so eine richtig schöne Girls-Bar-Night gemacht und richtig viel Girls-Talk gehabt. Und Samstag war ich in der Bar und danach waren wir irgendwie noch bei Mc's und hatten uns so ein McFlurry geholt, so richtige Late at Night. Und es war einfach, weiß nicht, es war einfach so, alle paar Tage ist jetzt irgendwie gerade was los bei mir und ich merke, wie gut mir das tut, wie viel Energie mir das gibt und wie sehr ich mein Leben dadurch genieße. Und das gab es halt alles irgendwie in Potsdam nicht. Ich hatte das damals auch schon öfter mal in Instagram-Fragerunden thematisiert. Also wenn jetzt jemand gefragt hat, bist du gerade glücklich oder wie geht's dir? Dann habe ich immer geschrieben, ja, eigentlich bin ich gerade glücklich oder eigentlich habe ich alles, was ich immer wollte und eigentlich müsste ich ja dementsprechend glücklich sein und richtig zufrieden sein mit meinem Leben. Aber ich habe dann immer geschrieben, trotzdem fühle ich mich irgendwie nicht so 100% happy und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass mir was fehlt, beziehungsweise dass ich einfach noch nicht so erfüllt bin, wie ich sein könnte. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich, also ich weiß nicht, ob man das eigentlich auch so merkt, dass ich so das Gefühl habe, ich sprudel so, ne? Und mittlerweile weiß ich jetzt auch, warum ich mich damals so gefühlt hatte. Also warum ich gedacht habe, irgendwie hast du doch jetzt alles, was du dir mit 17, 18 immer gewünscht hast, aber so richtig happy bist du ja trotzdem nicht. So, woran liegt das? Und es liegt einfach für mich jetzt rückblickend betrachtet daran, dass ich zwar viel dazugewonnen habe, was ich mir immer gewünscht hatte, was ich immer für mein Leben wollte, aber auch ein bisschen was von diesem, ja, von diesem Freigeist verloren habe oder eigentlich nicht nur ein bisschen was, sondern relativ viel davon. Ich habe auch jetzt wirklich krass in den letzten Monaten gemerkt, wie sehr ich wieder zu mir zurückgefunden habe und wie sehr ich vor allem auch, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so mit meiner inneren Stimme wieder so hier bin. Also sonst ist es ja manchmal, oder bei mir zumindest manchmal so gewesen, dass meine innere Stimme irgendwie so ein bisschen gegen mich gearbeitet hat und ich sehr viel mit so Negative Self-Talk irgendwie auch zu kämpfen hatte. Und jetzt ist meine innere Stimme gefühlt so wirklich meine beste Freundin und sie ist halt immer so, ja, do it, also mach einfach Sachen, erleb Sachen und go for it. Und ja, dadurch, wie gesagt, fühle ich mich halt einfach viel mehr mit mir persönlich so im Einklang. Und dadurch haben sich für mich auch viel mehr Möglichkeiten ergeben, wie ich mein Leben auskosten kann. Und das erkläre ich euch jetzt mal an einem Beispiel von gestern. Also es war ja, wie gesagt, eine relativ spontane Einladung zu einer WG-Party, wo ich ein Mädel kannte, aber auch noch nicht so super gut. Also wir hatten uns jetzt, glaube ich, dreimal gesehen und die anderen nicht. Und es waren so 20 Leute oder so da. Und erstens, es war eine sehr spontane Einladung. Das hätte ich vor einem halben Jahr sowieso nicht gemacht, weil da hätte ich irgendwie gefühlt immer so eine Woche eine Vorankündigung gebraucht. Weil spontan war ich von einem halben Jahr einfach auch so gar nicht und mittlerweile bin ich auch so spontan geworden. Und das ist so nice, weil man dadurch einfach viel coolere Sachen erlebt, wenn man halt einfach auch mal spontan zusagt und spontan ist. Genau, und
vor einem halben Jahr hätte ich da, oder vor einem Dreivierteljahr, hätte ich da auch so gedacht, weiß ich jetzt nicht, ich kenne die Person noch nicht so gut und alle anderen kenne ich auch nicht und was ist, wenn die mich nicht mögen und was ist, wenn das dann komisch ist, und hätte mir da einfach so sehr den Kopf darüber zerbrochen, dass ich dann schlussendlich wahrscheinlich einfach nicht gegangen wäre. Und ja, gestern habe ich da einfach gedacht, why not, so let's go, einfach mal hingehen. Ich meine, wenn es kacke ist, kann ich ja immer noch wieder abhauen. Also so, das ist jetzt immer so mein Credo bei solchen Sachen, also es hält einen ja niemand irgendwo fest. Wenn man das nicht cool findet, kann man ja immer noch wieder gehen. Und ja, am Ende fand ich es sehr cool. Also am Ende hatte ich echt Spaß und deswegen, ja, wie gesagt, ist das einfach echt eine gute Entwicklung. Boah, ich verquatsche mich ja auch immer so crazy mit den Fragen. Wir sind ja jetzt erst bei Frage 3, glaube ich. Und zwar, würdest du gerne wieder jemanden kennenlernen oder mit jemandem in einer Beziehung sein? Also kennenlernen auf jeden Fall. Ich bin ja auch gerade wieder am Daten. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Hin und Her, beziehungsweise ich glaube, alle, die so im Dating-Game drin sind, kennen das, dass man manchmal nach so ein paar schlechten Dates dann, oder was heißt schlechten Dates, ich hätte jetzt noch keine super schlechten Dates, aber einfach so Dates, aus denen dann nichts geworden ist, dass man dann irgendwann so ein bisschen die Motivation verliert und jetzt gerade bin ich halt wieder aktiv und enjoy das eigentlich auch, aber ich bin halt null so, dass ich da irgendwie krass mit so einer Beziehungsintention rangehe oder sage so, boah, ich muss jetzt hier jemanden kennenlernen, damit ich schnell wieder in einer Beziehung bin und irgendwie kann nicht ohne Beziehung sein oder so. Also ich denke mir halt so, ja, wenn halt jemand kommt, wo das richtig gut passt, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, in einer Beziehung zu sein. Aber ansonsten muss ich auch nichts erzwingen. Für mich ist es jetzt halt auch so, dadurch, dass ich jetzt schon so eine lange Beziehung, also ich war mit meinem Ex-Freund 4,5 Jahre zusammen, hinter mir habe, dass ich jetzt nicht einfach so, wenn es gerade mal so ein bisschen passt, eine Beziehung eingehen würde, sondern nur, wenn wirklich alles zu 100% passt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, da halt jetzt irgendwie jemanden zu finden. Aber wie gesagt, ich mache mir da auch gar keinen Stress. Ich bin ja erst 23 und das ist freaking jung. Also ich hoffe, dass sich niemand in diesem Alter irgendwie alt fühlt, weil ich weiß noch, wie ich vor der Trennung gedacht habe, so, boah, du bist 23 oder damals war ich ja noch 22, aber du bist dann bald 23, so weiß ich nicht, ob man da jetzt dann nochmal jemanden findet, das ist so Quatsch, ganz ehrlich, also es ist freaking jung, selbst Ende 20 ist noch jung, selbst Anfang 30 ist noch jung. Also wieder zurück zur Frage, würdest du gerne wieder jemanden kennenlernen? Ja, definitiv, mache ich auch gerade, weil ich es einfach gerade auch total enjoy, neue Leute kennenzulernen, also nicht nur Männer, sondern zum Beispiel auch irgendwie Mädels oder männliche Freunde, die, also wo es dann halt nicht Richtung Dating geht, finde ich einfach toll, ich habe da gerade total Lust drauf, neue Leute kennenzulernen. Das ist ja immer auch eine Bereicherung. Also ich finde, Dating ist immer eine Bereicherung, auch wenn dann manchmal nichts weiter mit den Leuten ist, weil man ja trotzdem immer neue Menschen kennenlernt. Man kann in neue Perspektiven eintauchen. Man kriegt so ein paar Insights in bestimmte Bereiche. Also zum Beispiel hatte ich letztens, also schon 2-3 Wochen her oder so, hatte ich tatsächlich einen Arzt gedatet, einen Chirurgen. Und ja, der hatte mir da ganz viel erzählt, wie das irgendwie so abläuft, was sie da so machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich da mal so Insights reinbekomme in dieses Feld. Und der zweite Teil der Frage war, würdest du gerne wieder mit jemandem in der Beziehung sein? Da ist meine Antwort quasi darauf, ja, ich wäre offen dafür, wenn es halt richtig gut passt mit irgendjemandem, aber es ist für mich absolut nichts, was ich gerade irgendwie crave oder wo ich sage, ich bin da gerade absolut auf der Suche danach, also auf der Suche nach einer Beziehung. Ich glaube, das ist sowieso schwierig, auf der Suche nach einer Beziehung zu sein, weil man dann einfach automatisch zu verkrampft rangeht und sich vielleicht auch automatisch so ein bisschen an die falschen Leute klammert, weil man unbedingt in einer Beziehung sein möchte und das ist ja nicht gut. Die nächste Frage ist, wie gehst du mit Enttäuschungen im Dating um? Also ich muss sagen, dass ich jetzt noch nie so eine krasse Enttäuschung hatte, weil ich manche Sachen auch einfach nicht so schwer nehme. Also das, sag ich mal, Schlimmste, was jetzt irgendwie so passiert ist, ist, dass man halt irgendwann gemerkt hat, okay, es passt nicht so richtig, es vibet nicht so richtig und wir sollten es dementsprechend nicht weiter fortführen. Und es ist ja auch voll fein. Also es kann ja jetzt auch nicht mit jedem klappen und man muss ja auch nichts erzwingen. Und ich finde, wenn man sich jetzt auch eh nur so ein paar Mal getroffen hat, dann ist man ja eh auch noch nicht so emotionally da irgendwie invested. Und ja, dann ist es auch nicht weiter schlimm, wenn man sich dann halt einfach nicht nochmal sieht. Ich versuche auch ans Dating immer so ranzugehen, dass ich mir denke, okay, wenn es jetzt mit einer Person nicht klappt, dann sollte das einfach nicht sein und dann ist einfach jemand anders quasi für mich vorbestimmt oder dann hält das Universum noch jemanden anders für mich bereit, mit dem es dann halt viel, viel besser matcht. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt die letzten Dates oder die letzten so Bekanntschaften eigentlich fast immer selber beendet habe, weil ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie vibet das nicht und für mich ist es halt einfach ultra wichtig, dass man sich so bis zum gewissen Grad wohlfühlt bei einer Person. Also klar, es ist mir natürlich auch bewusst, dass man sich jetzt nach ein paar Dates noch nicht so wohlfühlen kann bei einer Person, wie jetzt bei einem Menschen, den man schon sehr, sehr lange kannte. Aber man merkt, finde ich, wie gesagt, schon relativ schnell, ob man überhaupt so eine Connection zueinander aufbauen kann oder nicht. Und sobald ich halt merke, dass das halt irgendwie nicht funktioniert, dann
ja, beende ich das halt auch. Und dann ist es für mich eigentlich auch immer so ein befreiendes Gefühl gewesen, weil ich mir immer dachte, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber dann kommt halt irgendwie noch jemand Neues, mit dem es dann vielleicht besser funktioniert. Und übrigens, das waren jetzt halt meistens nur irgendwie so ein, zwei Dates, also da ist jetzt nicht jedes Mal was gelaufen oder so, nicht, dass ihr hier denkt, auch wenn das natürlich auch nicht schlimm wäre, aber ich wollte euch das nur dazu sagen, weil mir das ja jetzt irgendwie neuerdings auch angedichtet wird, dass ich hier, weiß ich nicht, da sehr viel auch rumschlafen würde. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Als nächstes interessiert euch meine Meinung zu Fernbeziehungen. Also ich muss sagen, dass ich da jetzt glaube, ich mittlerweile so eine andere Meinung dazu habe als vielleicht noch vor einem Jahr. Mittlerweile ist es was, was ich mir durchaus so ein bisschen vorstellen könnte. Also es kommt halt darauf an, wie weit die Entfernung ist. Also wenn es jetzt halt irgendwie so ist, dass du 800 Kilometer fahren muss oder mit dem Flugzeug fliegen muss, dann wäre ich da auch raus. Aber so ein bisschen, also Fernbeziehung ist ja immer so eine Definitionssache, wenn man halt so einfach in verschiedenen Städten wohnt, zum Beispiel Leipzig, Dresden oder vielleicht auch noch Leipzig, Berlin, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich dann halt nur am Wochenende sieht, weil es eigentlich gerade für meine Selbstständigkeit und so für das, was ich mache, irgendwie ganz nice ist, dass man das so ein bisschen getrennt hat und dass man zum Beispiel dann halt weiß, okay, am Wochenende machen, also würde ich dann halt was mit meinem Partner machen und in der Woche mache ich halt so meins. Also das kann man, glaube ich, vom Zeitmanagement her dann so ein bisschen besser aufteilen, als wenn man sich jetzt dann irgendwie so unter der Woche auch koordinieren muss, wenn man zum Beispiel in der gleichen Stadt wohnt. Andererseits weiß ich auch nicht, ob mich das nicht irgendwann quasi nerven oder belasten würde, dass man sich nicht mal spontan sehen kann. Also ich sag mal so, selbst wenn man jetzt in der gleichen Stadt wohnt oder irgendwie generell auch nah beieinander, ist es ja dann trotzdem nicht so, dass man sich irgendwie jeden Tag sieht, weil normalerweise hat man ja dann zumindest Anfang, Mitte 20 irgendwie auch schon so viel zu tun, dass man da einfach auch gar nicht jeden Tag Zeit dafür hat. Und dann sieht man sich vielleicht trotzdem auch nur ein bis maximal zweimal in der Woche. Und dann ist halt immer noch das Ding, das kenne ich jetzt von einigen Leuten und habe das von einigen Leuten gehört, die in der Fernbeziehung sind, dass man ja eigentlich am Wochenende dann auch mal was mit Freunden machen will und da dann halt immer nicht am Start sein kann, weil man ja dann immer eigentlich die Wochenenden quasi reserviert hat für seinen Partner. Ich hätte jetzt dementsprechend wahrscheinlich gar kein Interesse daran, Leute näher kennenzulernen, wenn ich weiß, dass sie halt sowieso schon weiter von mir entfernt wohnen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich eine Fernbeziehung manchmal einfach ergibt, beziehungsweise man manchmal einfach keine andere Wahl hat, als wenn man beispielsweise schon mit einer Person zusammen ist und die Person beruflich oder anderweitig irgendwie weiter wegzieht, also dass ich da halt dann nicht die Beziehung aufgeben würde, nur weil dann eben die Entfernung dazwischen liegt. Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, ob man sich, also ob man quasi schon immer in einer Fernbeziehung lebt oder ob man sich dann irgendwie am Anfang lange kennengelernt hat und nah beieinander gewohnt hat und dann irgendwie so eine Entfernung dazwischen kommt. Letzteres könnte ich mir halt vorstellen schon irgendwie, aber ersteres nicht, also dass man quasi dann immer irgendwie zueinander gefühlt traveln muss und das halt auch in der Kennenlernphase. Ich glaube, das ist auch super schwierig, dann überhaupt auch so eine Bindung aufzubauen, wenn man sich einfach gerade in der Anfangszeit nicht so oft sehen kann. Kurzer Einschub, bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen. Ich habe einfach letztens, ich hatte euch das auf Instagram auch gezeigt, meine Wimpern hier auf dem Auge, man sieht es jetzt zum Glück nicht mehr so doll, mit einer Wimpernzange abgebrochen. Und das, obwohl ich die einmal im nicht getuschten Zustand gebogen habe, mit einer anderen Wimpernzange. Und ich hatte früher sonst immer so eine Wimpernzange von Catrice und mit der konnte ich halt meine Wimpern auch easy im getuschten Zustand biegen und da ist halt nie irgendwas passiert und ich habe mich so geärgert, weil Wimpern wachsen ja jetzt halt eigentlich echt nicht so schnell. Auf jeden Fall habe ich mir dann dieses Teil hier besorgt. Das ist eine beheizbare Wimpernzange im weitesten Sinne, also eigentlich ist es ja keine Zange, sondern halt eher wie so eine elektrische Zahnbürste, also das Ding hier oben wird halt warm, also jetzt nicht heiß, so wie so ein Lockenstab, aber es funktioniert an sich so ähnlich, dass man jetzt das quasi einfach hier unten so ein bisschen ranhält und ja, dadurch einfach die Wimpern hochbiegen kann. Und das funktioniert ganz gut und vor allem habe ich halt jetzt keine Angst mehr, mir irgendwie Wimpern abzubrechen, weil hier wird hier gar nichts eingeklemmt. Ich kann euch das Ding sehr gerne mal in der Infobox verlinken, falls ihr euch das auch holen wollt. Die nächste und vielleicht auch letzte Frage ist, hast du Erfahrungen mit FOMO? Also FOMO bedeutet Fear of Missing Out, heißt also so viel wie, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen und deswegen immer überall dabei sein muss, auch wenn man vielleicht eigentlich keine Zeit hat oder vielleicht sich auch lieber ein bisschen mehr Zeit für sich nehmen sollte. Und ich habe da eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, denke ich mal, dazu, weil sich das bei mir jetzt auch ein bisschen geändert hat. Also ich muss sagen, früher hatte ich nie FOMO. Also ich habe auch echt regelmäßig Treffen abgesagt, beziehungsweise bei irgendwelchen anderen Sachen abgesagt, weil ich einfach keine mentale Energie dafür hatte. Also ich hatte früher wirklich so einen katastrophal schlechten sozialen Akku, dass so, wenn halt einmal in der Woche irgendwas los war, war das Gefühl schon, da musste ich mich dann erstmal danach davon erholen, sage ich mal, also von dieser sozialen Interaktion.
Und auch selbst wenn ich halt irgendwo abgesagt habe und ich habe dann gesehen, dass Leute da irgendwie was bei Instagram gepostet haben und das irgendwie cool aussah, dann dachte ich mir halt trotzdem nie so, boah, da wäre ich jetzt auch gerne dabei gewesen und boah, da hast du jetzt irgendwie was verpasst. Witzigerweise früher, also so mit 17, 18, als es dann auch war, dass sich meine damaligen tollen Freunde immer dazu entschieden haben, mich halt nicht mehr zu irgendwelchen Sachen einzuladen, beziehungsweise mir nicht mehr Bescheid zu sagen, wenn irgendwas lief und ich das dann so in deren Snapchat-Stories gesehen hatte, dann hatte ich halt schon FOMO. Und jetzt mittlerweile ist das halt auch wieder zurückgekommen, also dass ich, wenn ich halt wirklich mal vielleicht auch irgendwie krank war und irgendwas abgesagt habe, oder irgendwo einfach nicht dabei sein konnte, dass ich dann schon so gedacht habe, boah Mann, wäre bestimmt cool gewesen. Ich denke, so ein gewisses Maß an FOMO ist auf jeden Fall okay und auch gesund, weil es ja irgendwie auch zeigt, dass man einfach Lebensfreude hat und so viel wie möglich aus seinem Leben rausholen möchte und dann natürlich auch ein bisschen das schade findet, wenn man irgendeine Möglichkeit nicht mitnehmen konnte. Aber wie mit allem oder mit fast allem ist es ja auch so, dass die Menge das Gift macht. Also wenn man natürlich mega die ganze Zeit Angst hat, irgendwas zu verpassen, deswegen immer überall dabei sein muss und vielleicht dann andere Sachen vernachlässigt, also entweder so Sachen wie Uni oder Arbeit vernachlässigt oder auch sich selbst vernachlässigt, also dass man irgendwo mit hingeht, obwohl man eigentlich vielleicht eher einen Abend für sich alleine zu Hause gebraucht hätte, um mal so ein bisschen seine Akkus wieder aufzuladen oder vielleicht auch, wenn man krank ist und aber trotzdem irgendwo mitgehen möchte und dann noch kranker wird, so dann ist es natürlich nicht gut. Und dann gibt es ja auch noch die Art von FOMO, wo man selber eigentlich gerade auch coole Sachen erlebt, aber vielleicht Freunde woanders sind und auch coole Sachen erleben, also zum Beispiel, wenn man jetzt selber irgendwie gerade im Urlaub ist, vielleicht auch noch so irgendwie mit den Eltern oder whatever und Freunde sind aber zu Hause und erleben da eine coole Party und man denkt sich so, boah, da wäre ich jetzt gern dabei gewesen. Und ich glaube, dass man sich da manchmal auch so ein bisschen bewusst machen muss, dass manche Sachen auch einfach auf Bildern oder auf Videos auf Social Media vielleicht ein bisschen besser aussehen, als sie dann schlussendlich gewesen sind und man muss sich auch immer dann vor Augen führen, dass man selber ja auch gerade voll die gute Zeit hat und dass man ja einfach nicht überall sein kann. Also man kann sich ja nicht irgendwie zerreißen und dann halt im Urlaub sein, gleichzeitig zu Hause bei der Party. Deswegen, man sollte einfach versuchen, da so ein bisschen den Moment zu genießen, in dem man gerade ist, beziehungsweise das zu genießen, was man gerade für sich macht und die Sachen mitzunehmen, die man mitnehmen kann und wo man sich gut dabei fühlt. Aber man kann und muss jetzt eben auch nicht jede Party beziehungsweise jedes Event mitnehmen. So, ich werde jetzt noch Lippenstift auftragen, auch wenn ich nach dem Video gleich wieder was essen werde, weil mein Magen jetzt auch gerade schon knurrt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber ich wollte euch mal die zeigen, die ich jetzt in letzter Zeit eigentlich immer drauf habe, weil das so gerade doch die einzigen sind, die ich besitze. Und zwar sind das diese Maybelline Superstay Matte Ink Lippenstift. Das ist keine bezahlte Werbung jetzt übrigens. Ich wollte die euch nur zeigen, weil da auch öfter mal Fragen dazu kommen. Und zwar habe ich jetzt einmal die Nummer 175, die werde ich jetzt auch gleich tragen. Dann habe ich die 130, das ist so ein bisschen so ein rötlicherer Ton. Und dann habe ich die Nummer 75. Das ist so ein bräunlicherer Ton. Ich benutze super gerne diesen hier. Also das ist so mein Most Used Lippenstift, weil der meinen natürlichen Lippen sehr nahe kommt. Und es ist halt so, also die sind an sich super longlasting, keine Frage. Aber wenn man jetzt natürlich was Fettiges isst, dann geht es halt schon hier in der Mitte dann ab. Und bei den dunkleren Nuancen sieht man das dann. Das heißt, du hast dann halt hier so einen Rand rundherum und in der Mitte ist halt dann die normale Lippenfarbe. Aber bei dem ist es tatsächlich so, wenn ich den jetzt trage und ich übermale auch meine Lippen immer so ein bisschen. Ist auch funny, mir wurde letztens angedichtet, dass ich Hyaluron in den Lippen hätte und Botox in der Stirn. Also erstens, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, weil ich hatte wirklich auch in dem Video mehrmals meine Stirn gerunzelt. Ich habe kein Botox in der Stirn, ich habe nichts im Gesicht, ich würde euch das auch sagen. Und ich habe auch nichts in den Lippen, aber ich übermale die halt manchmal. Und ja, worauf ich jetzt zurückkommen wollte. Diese Outline bleibt dann meistens so ganz gut da und es ist auch so ein bisschen immer so smudged dann, dass es halt trotzdem wie so ein Verlauf ist auf den Lippen. Und innen ist dann halt der Lippenstift weg, aber trotzdem sieht es eigentlich ganz schön aus. Also den trage ich deswegen ganz gerne so, wenn ich mal irgendwie Lippenstift trage und dann trotzdem was esse. Ich finde es auch echt crazy, wie schnell meine Haare in letzter Zeit wachsen. Also die sind jetzt schon so über Schlüsselbeinlänge. Also hier ist mein Schlüsselbein, da. Und vor kurzem waren die ja echt noch so schulterlang. Also sind jetzt echt gefühlt 5 cm in 3 Monaten oder so gewachsen. Aber kann mich nicht beklagen, weil ich will sie jetzt gerade auch wieder gerne ein bisschen länger haben. Also schon so gerne vielleicht so lang. Das wäre ganz cool. So, ich mache jetzt doch den Lipgloss nochmal drauf, damit wir hier auch noch ein schönes Thumbnail bekommen.
Und damit bin ich jetzt fertig gemacht und wir sind auch am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe sehr, euch hat es mal wieder gefallen, dass ich ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe und generell ein bisschen mehr mit euch gequatscht habe. Also das kommt ja manchmal auch in den Vlogs so kurz, zumindest über so bestimmte Themen zu sprechen. Mache ich ja eigentlich in Vlogs eher nicht so, sondern spreche da eher über meinen Alltag und über das, was ich gerade mache. Aber ja, irgendwie mag ich das auch voll gerne mal über so bestimmte Themen mit euch zu quatschen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ich sowas öfter machen soll. Ihr könnt auch gerne weitere Themenvorschläge dann direkt mit in den Kommentaren packen. Und ja, ich wünsche euch wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.